liebe Mitglieder, liebe Gäste, liebe Freunde des Hanseatic Blockchain Instituts. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr alle, Sie alle den Weg hier gefunden haben. Bisher diejenigen, die schon öfter bei uns waren, sind immer in dem Format Montag 19 Uhr, heute zum ersten Mal mit dem Versuch, am Freitag um 17 Uhr hier zu sein. Es gab eine ganze Menge, die gesagt haben, wäre wahnsinnig gerne gekommen, aber es ist ein unmöglicher Zeitpunkt, das merken wir uns. Trotzdem toll, dass so viele da sind und toll, dass ihr, Sie alle unserer Einladung gefolgt seid, dass wir heute auch in Form einer Podiumsdiskussion das heute veranstalten können. Ganz kurz, wer ist das hier und wer veranstaltet das hier? Hanseatic Blockchain Institut ist Anfang dieses Jahres gegründet worden von einer Gruppe von Hamburger Unternehmern, Blockchain-Enthusiasten, die das Thema spannend finden. Mein Name ist Moritz Schild, ich bin von Haus aus Jurist, im Hauptberuf bin ich Portfolio-Manager, bin seit 2013 mit dem Thema virtuelle Währung und Blockchain interessiert unterwegs und bin einer von vier Vorstandsmitgliedern dieses Vereins. Hinten Fabian Friedrich, Marlene Kertscher und Moritz Stumpf sind meine Mitvorstände. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir das Thema Blockchain bekannter machen wollen, dass wir helfen wollen, Unternehmen und Blockchain-Enthusiasten in Kontakt miteinander zu kommen. Und wir wollen im nächsten Schritt Projekte, Pilotprojekte am Standort Hamburg mit voranbringen, wollen vernetzen, klassische Themen, die ein solcher Verband, Verbund, Verein eigentlich wahrnehmen kann. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute ein total gutes, breites Spektrum an Diskutanten hier auf der Bühne haben. Wir nehmen das Ganze auf, deshalb ist die Bitte immer, die Mikrofone zu nutzen. Wir sind hier an einem Standort, der heißt FinHeaven. Das ist ein Coworking Space, der in Entstehung im Moment noch ist. Und wir freuen uns sehr, dass das Beta-Haus, die diesen Standort hier betreibt, uns diesen Raum hier regelmäßig am Montag zur Verfügung stellt, damit wir unsere Veranstaltung hier abhalten können. Also wer noch einen Coworking Space sucht, der ist natürlich herzlich willkommen. Ich möchte einmal kurz vorstellen, wer unsere Einladung heute gefolgt ist. Ganz rechts sitzt hier auf der Bühne Dr. Sebastian Sachse, Mathematiker, promovierter Mathematiker, finde ich total toll. Seit vielen Jahren schon Vorstandsmitglied der Hamburg Port Authority, dort als Chief Digital Officer tätig und wenn ich es richtig sehe, seit 2018 auch Chief Digital Officer der Wirtschaftsbehörde, die in Hamburg Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation heißt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind, Herr Sachse. Daneben sitzt Uwe Samuels, Diplom-Ingenieur, also mit einer etwas anderen Fachrichtung, mit einem PhD in Mechatronik und Robotik, finde ich klasse. Seit 12 Jahren Managing Director der Hamburg School of Business Administration, der hier zu uns gekommen ist, obwohl er 2 Tage hinter sich hat, eine tolle Aktion in der HSBH gemacht hat, nämlich die 12 Minutes Now. 12 Hours Us? 12 Hours Us, ja, das ist ja fantastisch. Großartig, herzlich willkommen, super. Als nächster Christoph Negeschall, kurzfristig eingesprungen für Frank Wolken, der leider nicht konnte. Wirtschaftswissenschaftler und in ganz, ganz vielen Themen unterwegs seit 2018, wenn ich das richtig sehe, CEO des Blockchain Research Lab, Managing Director der Consider IT GmbH, Co-Founder von Stocker, eine Plattform, die die Verbriefung von Investments in Tokenform voranbringen will, Co-Founder von Sikos oder Seikos? Sikos. Einer Gesellschaft, die die Beratung von Coin-Emissionen sich zum Ziel gesetzt hat und Managing Partner von Chainstep, einer seit 2017 tätigen Beratungsgesellschaft für Blockchain-Projekte. Als nächster hier auf der Bühne Dr. Rainer Brüggestraat. Wirtschaftswissenschaftler, also auch eine gute Ergänzung des ganzen Spektrums, promoviert zu einem bankaufsichtsrechtlichen Thema, Liquiditätsrisiko, wie ich das richtig gesehen habe, gerade in aktueller Zeit sehr, sehr, sehr aktuell für Banken. Heute gerade gerne in der Funktion als Vorsitzender des Ausschusses Finanzwirtschaft der Handelskammer Hamburg und im Hauptberuf Vorstandssprecher der Hamburger Volksbank. Schön, dass Sie hier sind, vielen Dank. Ganz links Henri Ehres, seit mehr als 10 Jahren in Hamburg, insofern natürlich diese Hansestadt auch sehr verbunden. Informatiker, darf man glaube ich sagen, tätig als freier Android-Entwickler, hat sich sehr verdient gemacht um die Blockchain hier in Hamburg als Initiator der Blockchain Mania. Blockchain Mania ist glaube ich die größte Meetup-Gruppe für das Thema Blockchain hier in Hamburg auf alle Fälle und auch glaube ich im bundesweiten Vergleich ganz signifikant. Es gab teilweise Veranstaltungen mit spürbar über 100 Teilnehmern, wo also die Räume total toll waren und das lieber
Henri, hast du mit Kyriakos gemeinsam gemacht. Parallel Co-Founder der Coinix KG, einer Investmentgesellschaft, die in Blockchain-Projekte und virtuelle Währungen investiert. Soweit also unser Panel. Wir wollen heute über die Chancen der Blockchain, aber vor allem auch über das Thema sprechen, welche Chancen die Blockchain für den Standort Hamburg hat und was möglicherweise aber auch am Standort passieren sollte, passieren muss, passieren kann, damit wir die Potenziale gemeinsam nutzen können. Wir wollen das einmal mit den Mikrofonen üben, weil sie untereinander diese Mikrofone teilen sollen. Deshalb würde ich mal eben so ein paar ganz kleine zum Warmwerden Fragen an Sie stellen und bitte damit, dass Sie sich untereinander die Mikrofone tauschen. Da ist ein Funkmikrofon, das müsst ihr drei benutzen. Die beiden hier teilen sich ein Kabelmikrofon. Erste Frage ganz banal, wann hast du deinen ersten Bitcoin gekauft, beziehungsweise wer noch keinen hat, wann planst du deinen ersten Bitcoin zu kaufen? Henri, fang mal an. Ich glaube, ich habe Bitcoin zuerst, oder das erste Mal, dass ich über Bitcoin gehört habe, das war irgendwann 2012, in einem sehr negativen Kontext von Drogenkaufen online. Das bedeutet, ich habe einen Freundbesuch in Berlin und er meinte, ja, guck mal, wie geil, ich kann Drogen kaufen mit diesem Bitcoin und ich kriege das nach einer Woche gegen das Propost, ja cool. Und Drogen war nicht so mein, ne, ein Teil von meiner Routine, dann ich habe es aber einfach vergessen, leider. Und dann ich glaube, meine erste Bitcoin gekauft, irgendwann 2016, glaube ich. Okay, bin gespannt, der Bankvorstand. Oh. Der hat keinen, aber der hat mal ernsthaft darüber nachgedacht, für die Bank Bitcoins zu kaufen. Und nicht aus Spekulationsobjekt, sondern aus einem sehr ernsthaften und so ein bisschen ähnlichen Thema. Wir haben nämlich, wartet ein bisschen noch. Wir haben mal eine in der Bank, in der Hamburger Volksbank, eine Reihe gemacht, wie geht Digitalisierung richtig? Und das erste war, was geht eigentlich? Also die erste Reihe war, was geht eigentlich? Welche Versprechen hat die Digitalisierung, künstliche Intelligenz, alles das, die Faszination aufgemacht. Die zweite Veranstaltung war dann Backside of the Moon, die schwarze Seite. Und wir hatten einen Kollegen vom Landeskriminalamt da, der hat nämlich erzählt, wie gemeinhin so Hacker bei mittelständischen Unternehmen vorgehen. Die raffen sich deren Datenbestand und schieben etwas davor. Und sagen dann, okay, du kriegst das wieder, also ich gebe dir ein Passwort, dass du es wieder öffnen kannst. Und zwar bezahlst du mir bis morgen Abend, 19 Uhr, ein Bitcoin. Wenn du das nicht gleich machst, zwei Tage später hätte ich gern zwei Bitcoins und so weiter. Und als ich das gehört habe, habe ich erstens mal den Kollegen vom Landeskriminalamt gefragt, was empfehlen Sie denn, was man für so eine Lösegeldforderung macht? Dann hat er natürlich als offizieller LKA-Beamter gesagt, du keinesfalls drauf eingehen. Um im nächsten Schritt zu sagen, weißt du was, das ist die einzige Chance, damit du deine ID wieder freikriegst. So, das war der Punkt für mich, wo ich gedacht habe, solltest du nicht als Hamburger Volksbank für deine mittelständischen Kunden so einen Bitcoin einfach mal vorhalten, damit er das bis morgen bezahlen kann und nicht zwei Tage später, bis du so ein Ding hast, zwei Bitcoins kaufen muss. Ich habe die Geschichte etwas länger erzählt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es am Ende dann doch nicht gemacht. Also privat 2015 und 2016 hatten wir in der Tat den Bedarf, das zu kaufen, weil eines unserer Büros von so einer Ransomware betroffen war. Also gelernt. Und das hat dann geklappt und dann ist es tatsächlich freigeschaltet worden, denn da ist man ja ein bisschen unsicher, ob dann auch ein Problem kommt. Ja. Also Anzeige auch erstattet und dann ist nichts mehr gehört. Aber, ja. Um das übrigens noch zu sagen, das hat uns der Kollege von der, das habe ich dann auch verstanden, das ist wieder Teil des Geschäftsmodells. Wenn die danach nicht wieder freischalten, dann funktioniert das genau ein einziges Mal, dass man dann nicht bezahlt, sondern bezahlt. Also deswegen muss das funktionieren. Und das Geschäftsmodell, so pervers wie es klingen mag, hat dann allerdings eine gewisse Berechenbarkeit. Also ich habe keine Bitcoins. Ich habe auch nicht eine komplizierte Ausrede. Ich glaube einfach nicht dran. Kann das aber auch nur begründen, weil ich viele Experten dazu gehört habe, die mir das
aufgrund von deren Bewertung vermuten. Aber es ist eine Vermutung und ich mache viele andere Risiken, das Risiko habe ich mal nicht. Aber was muss passieren, damit Sie Ihren ersten kaufen? Weiß ich nicht, ich muss irgendwie hier einen treffen, der mir sagt, wir machen das jetzt mal. Okay. Vielleicht, könnte sein. Also ich habe es nicht. Und, ja, sagst du, wir wollen ja einmal kurz quasi das Hin- und Her-Spiel üben. Ja, also bei mir ist das so, ich schiebe andere vor. Ich lasse meinen Sohn experimentieren und beobachte, wie die Sache läuft. Und dann als guter Hanseat springe ich auf das Geschäftsmodell rein, wenn es bei ihm funktioniert. Sonst lasse ich das. Also dann habe ich nicht die Experimentierklausel bei mir. Realistisch gesehen ist es so, dass ich mich mit Blockchain-Technologie auseinandergesetzt habe und ich Bitcoin und Blockchain eben halt bewusst trenne, weil es beflügelt einander schon in der Art und Weise, aber so aus theoretischen Aspekten bevorzuge ich das erstmal mir das theoretisch anzugucken und zu beurteilen, ob die Technologie eine Zukunftsfähigkeit hat und dann aus familiären Gründen, wie gesagt, mein Sohn kann experimentieren, ist doch irgendwie ja auch mein Plan. Verstanden, okay. Ganz kurz mal eben die Reihe vielleicht zurück, behalten Sie das Mikrofon. Wenn Sie denn Ihren ersten Bitcoin kaufen wollten, wissen Sie, ob es in Hamburg schon einen Bitcoin-Geldautomaten gibt und wo steht der? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo er steht, bin ich ja ehrlich. Was aber? Das ist eine Fangfrage. Das wird natürlich elektronisch gemacht und dafür muss ich nicht irgendwo weit weggehen und ich glaube, auf dem Kiez steht, glaube ich, ja. Was ist los? Ich glaube, es gibt keinen. Bei Hamburger Volksbank vielleicht? Nein. Ich glaube, es gab eine, aber ich bin auch nicht sicher. Ich weiß, an der Stelle zum Beispiel Berlin, München gibt es ganz, also gibt es ein paar. Und ich kenne eine Firma, dass eine von diesen Zielen von dieser Firma ist, in ganz Deutschland bis Ende 2020 in die, alle Städte ATMs zu vorbereiten und so aktiv handeln. Okay. Das, also, das stand jetzt gerade zu der Frage des Standort Deutschland und Standort Hamburg. Meines Wissens hat Deutschland sich extrem lange gewehrt, da war es illegal. Es gibt jetzt endlich die ersten Bitcoin-Automaten, wo ich tatsächlich Euros einstecken kann und dann halte ich einfach gesprochen mein Handy davor und dann macht es bling und dann wird es in Bitcoins konvertiert und Martina weiß es glaube ich, wo der steht, nicht? Das ist in der Susannenstraße. In der Susannenstraße. In Altona, in der Susannenstraße, falls irgendjemand dann mal kurzfristig irgendwo der Impressum oder irgendwie so immer ganz schnell Bitcoins braucht, kann man den da kaufen. Ich würde vermuten, dass der Automat auch irgendwann in der virtuellen Welt steht und mein Avatar damit umgehen kann. Ja und nein, irgendwann wollen Sie dann ja doch möglicherweise wieder das Euro-Geld haben und das muss aus dem Automaten kommen. Und, aber die Schnittstelle ist, glaube ich, da sind sich ganz, ganz viele einig, noch eine, die noch Nachhilfe braucht. Ich werde einsteigen in das Thema Blockchain. Dieses Institut ist gegründet worden, weil diejenigen, die dahinter stehen, das Gefühl haben, dass die Blockchain-Technologie ein enormes Potenzial hat. Trotzdem ist die Frage, wo genau wirkt sich denn dieses Potenzial aus? Wir haben gelegentlich Veranstaltungen, wo ich gerne den Vergleich ziehe zur Erfindung des Buchdrucks, weil der Buchdruck eigentlich auch nur eine ganz triviale Technik war und der Buchdruck trotzdem dazu geführt hat, dass das Individuum, das vorher sehr von der Deutungshoheit einer Institution abhängig war, von der Kirche damals, auf einmal in die Lage versetzt wurde, quasi selber die Hoheit über Wissen bzw. über Daten zu übernehmen. Und diese Entwicklung, die dazu führte, dass der Einzelne auf einmal sagen konnte, pass mal auf, lieber Priester oder Pastor, ich habe mir jetzt auch so eine Bibel gekauft und da steht was ganz anderes drin, hat bekanntlich eine ganz, ganz große Revolution ausgedrückt. Das ist jetzt eine tiefgreifend gesellschaftliche Entwicklung, die entstanden ist durch den Buchdruck. Erste Frage, hat diese Blockchain-Technologie auch das Potenzial, tatsächlich eine gesellschaftliche, maßgebliche Veränderung auszulösen? Oder ist das was letztlich dann einfach nur so ein bisschen wie der Computer und das Internet, quasi die Abläufe, aber eigentlich nicht die Art und Weise, wie wir denken, eindrucken? Ich würde eigentlich den Uwe Sanders bitten, dazu zuerst mal Stellung zu nehmen. Also ich bin davon überzeugt, dass es eine ganz tiefgreifende Veränderung bedeutet für
Eigentumsfragen, für die Frage der Organisation von verschiedensten Dingen wie den demokratisierungsrelevanten Abstimmungen, aber auch Eigentumsverhältnisse von großen Plattformen, die durch Blockchain-Technologie zu Genossenschaftssystemen weiterentwickelt werden können und meines Erachtens auch werden, weil wir dieser Plattformen, über die wir immer uns dann aufregen, die dann nicht in Europa sind, keine Lust mehr haben als Gesellschaft, den Reichtum einiger weniger, die den maximieren, auch immer weniger akzeptieren und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, dass Blockchain, ganz kurz gesagt, die Neuerfindung des Internets bedeutet und das wird auch ein komplett neues Verhältnis sämtlicher unserer bisheriger Strukturen zurückgehen und diese eben neu erfinden lassen. Das war also ganz abstrakt, war ja auch eine abstrakte Frage. Und später kommen wir, glaube ich, mal tiefer rein, aber es ist ein Game Changer. Und zwar für erstmal auf den ersten Blick nichts, was wir da ausschließen brauchen. Das wäre nämlich viel zu früh. Christopher, du siehst es, glaube ich, mehr aus der wirtschaftlichen Perspektive, aber hast du auch diese übergeordnete Dimension, dass das richtig die Welt ändern wird? Ich hoffe es. Ich habe versucht, die ganze Zeit nach dem Zitatgeber. Man sagt, Technologie ist ja weder negativ noch positiv noch neutral. Ja, was denn nun? Ich glaube, dass in Technologien schon angelegt ist, ob und wie sie sich auswirken können. Lass uns an Atomkraft denken. Ja? Wir haben es aber vor allem als Gesellschaft in der Hand, etwas dafür zu tun, dass wir die positiven Auswirkungen auch zu spüren bekommen und dass sie sich verwirklichen lassen. Und ein Beitrag, den jetzt ich selbst dazu auch versuche zu leisten, ist mit dem Blockchain Research Lab auf der wissenschaftlichen Ebene zu arbeiten und zu schauen, dass wir die Grundlagen in der Forschung schaffen, dass wir uns als Gesellschaft die positiven Seiten dann auch zunutze machen können. Und da sind wir alle gefordert und wenn wir da zusammenarbeiten und Hanseatic Blockchain Institute ist eine Möglichkeit dazu, eine sehr begrüßenswerte, dann kann das gelingen. Also ich hoffe es. Ja. Herr Brüggestraat, bei der Erfindung der Blockchain hat Satoshi Nakamoto eigentlich geschrieben, a peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Also so die Grundidee, wir wollen eigentlich die Financial Institutions überflüssig machen als Basisidee. Trotzdem auch an Sie die Frage, sehen Sie es mehr? Sie haben eben gesagt, das ist mehr bei Ihnen ein Thema, was die IT-Abteilung betrifft. Betrifft es nur die IT-Abteilung oder sehen Sie da auch eine tiefere Dimension, die die ganze Gesellschaft beeinflussen mag? Ich bleibe mal auf der Ebene von Uwe Samuels. Und Technik ist nicht an und für sich gut oder böse. Mit dem Hammer kann ich einen Nagel in die Wand oder einen Schädel zertrümmern. Das ist nicht Frage des Hammers, sondern der Hand, die eben den führt. Und ich glaube, auch mit Blockchain ist es ganz, ganz ähnlich. Blockchain hat tatsächlich das Potenzial in sich, wobei ich schon unterstützen möchte, dieses Wort hat das Potenzial in sich, weil ich im Moment noch ein bisschen skeptisch bin, dass da viel mehr außerhalb von Potenzial ist. Also wir sind bei Weitem noch nicht in einer Phase, wo bereits es entschieden ist oder es auch nur entscheidend wird, in welcher Form Blockchain eingesetzt wird und ob es wirklich dieser Game Changer ist. Und ich erhoffe aber, dass es, und das hat Uwe gerade auch nochmal gesagt, wenn es in die richtigen Hände, beziehungsweise ist dann nicht eine Hand, sondern in die richtig verfassten Hände kommt, dann kann Blockchain sehr wohlstandsmehrend sein. Und dass ich eine genossenschaftliche Lösung für absolut gut erachte, weil das nämlich viel, viel besser ist, weil da eine sehr gleichgerichtete Form ist, die nicht mit der Vermögensmehrung eines Einzelnen oder auch nur mit der Machtmehrung eines Einzelnen zu tun hat. Wenn es in diese Richtung gehen würde, hätte Blockchain meine vollkommene Unterstützung. Wir merken daran so einen Hauch von Skepsis. Es kommt so zwischen den Zeilen durch, aber es geht natürlich auch um Dezentralisierung. Das ist ja im Kern, jetzt eine Technik zu haben,
die Idee der Dezentralisierung auch ermöglicht, in einer digitalen Welt umzusetzen, ist natürlich eigentlich der Hintergrund der Blockchain, aber es ist eine philosophische Frage, die auch dahinter steckt. Sie sagten eben zu Recht, Herr Wolstadt, wir sind in einem ganz frühen Stadium. Ich habe gerade gelesen, der Laser ist tatsächlich, glaube ich, 1960 erstmals erfunden worden. Und alle haben sich total gefreut und gesagt, da kann man total hellen Lichtstrahl machen, voll cool. Und es hat 20, 25 Jahre gedauert, bis irgendwann jemand auf die Idee kam, den jetzt tatsächlich für industrielle Anwendungen im Gesundheitswesen und so weiter zu nutzen. Also manche Ideen, Erfindungen brauchen eine gewisse Zeit, bis sie dann tatsächlich umgesetzt werden. Omri, was ist deine Vision über die Blockchain, wie die unsere Welt beeinflussen wird? Zum Beispiel viele Leute vergleichen dazu die Revolution von das Internet vor 90ern. Und ich glaube nicht, dass es vergleichbar ist, weil wenn jede so große Revolution kommt, es ist nie gleich wie die vorherige Revolution. Du hast über das Buch gesprochen, ich habe das viele Leute vergleichen zu das Internet. Man muss verstehen, dass es gibt sehr, sehr schlaue Ingenieure momentan überall in der Welt, die arbeiten auf diese neue Infrastruktur, diese dezentrale Infrastruktur. Und das dauert Zeit. Und diese Infrastruktur heute hat viele Probleme. Na, Skalierungsprobleme, Sicherheitsprobleme, das kommt auch mit viel Verantwortung. Na, wenn, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch haben versucht, eine Wallet zu öffnen oder ein bisschen mit der Blockchain ein paar Interaktionen zu machen, aber damit, wenn du eine Wallet öffnest, du hast die Verantwortung, dein Passwort nicht zu verlieren. Ja, du kannst jetzt nicht einfach deiner Bank sagen, okay, ich habe ein Passwort verloren und dann kriegst du ein neues Passwort. Oder wenn jemand deine Visa-Karte klaut, dann du hast eine Versicherung, dann kriegst du das Geld wieder. Aber hier, diese Erfahrung, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, um diese Verantwortung zu verstehen, was du alles kannst und was die Verantwortung bedeutet, wenn du deine eigene Wallet hast. Und das ist die erste Step, wo ich auch selbst persönlich, für mich das war so dieser Wow-Moment zu sagen, okay, das ist vielleicht schwer, aber das hat so viel Potenzial, weil diese dezentrale Infrastruktur vielleicht jetzt ist nicht, es gibt viele Probleme da, das dauert vielleicht 5 bis 10 Jahre, bis das alles so einfacher funktioniert, aber wenn du das verstehst, mit der Verantwortung für diese Freiheit von Transaktionen, ja, ist ein ganz wichtiger Konzept. Was ich glaube, in Deutschland hat weniger Bedeutung, aber wenn du auf Landen in Afrika oder Venezuela zum Beispiel guckst, wo die Regierung ist ein bisschen so shady sozusagen, da gibt es viel Potenzial, das alles zu verändern. Und ich glaube, der größte Impact werde nicht in Ländern wie Deutschland sein, aber Ländern wie Venezuela, Argentina. Für argentinische Leute, Bitcoin ist mehr stabil als ihre lokale Währung. Also das ist einfach und die nutzen das auch mehr als hier. Ich glaube, das ist total spannend, dass da mit globalen Demokratisierungsaspekten eigentlich dahinter steckt. Herr Dr. Sachse, der Bitcoin, um auf den zurückzukommen, ist eigentlich nur eine Idee. Der hat keinen Vorstand, der hat kein Marketing, der hat kein Budget quasi, um sich selbst bekannt zu machen. Und hat trotzdem eine Market Cap von heute 175 Milliarden US-Dollar erreicht. Es scheint also eine Idee zu sein, die es aus eigener Kraft geschafft hat, sich so weit zu entwickeln. Jetzt ist die Frage, weil Sie quasi auch ein Vertreter hier der öffentlichen Verwaltung heute sind, ist das ein Thema, wo wir jetzt einen Promoter brauchen, der sagt, das scheint was Tolles zu sein, das scheint Potenzial zu sein, wir müssen das voranbringen? Oder ist das eigentlich mehr ein Thema, wo jetzt der Regulierer kommen müsste und sagen müsste, ups, da wollen wir mal gucken, ob wir da das nicht alles zu schnell geht und da mal eine Bremse davor werfen? Die Antwort ist natürlich nicht so ganz einfach. Aber nee, deshalb habe ich Ihnen ja auch die Frage gestellt. Nee, das wäre ja blöd. Das war jetzt der Nachdenkblocker. Also die Antwort dahingehend muss man natürlich dahingehend sagen, dass ich und wohl unterscheide zwischen Bitcoin-Technologie, Blockchain-Technologie und Bitcoin. Blockchain-Technologie ist eine Möglichkeit, in der Digitalisierung Geschäftsprozesse in verschiedenen Branchen anders zu gestalten und zu dezentralisieren und gewisse Dinge auch aufzulösen. Also die ganze Intermediäraufnutzung. Wenn man das Potenzial sich anguckt und so ein bisschen anguckt, wo es eigentlich herkommt und wo ganz intensiv gefunden wird,
geforscht wird, nämlich in der Schweiz dahingehend, und dass die Schweizer Banken sich sehr stark damit beschäftigen, dann ist diese Technologie, hat hohes Potenzial. Und hohes Potenzial bedeutet eben halt, da steht viel Energie drin, dass sich Veränderungen stattfinden werden. Die Frage, die dahinter steht, ist, diese Veränderung arbeitet an dem Kerngeschäft derjenigen, die es untersuchen, nämlich die Banken. Also eine gewisse Form von Auflösung, von Veränderung findet da statt. Und ich glaube, dass Blockchain-Technologie nicht nur das bei den Banken macht, sondern übertragen natürlich für viele andere Branchen auch dieses Potenzial hat. Von daher gesehen kann man das Bitcoin als Symbol dahingehend sehen. Im Prinzip muss man nicht regulieren, sondern man muss eigentlich erstmal die Technologie erkunden lassen, wo sie eigentlich unterstützt und wo sie neue Märkte erschließt. Das würde ich nicht koppeln mit dem Bitcoin. Der Enthusiasmus kann hochgehen. Nach Dezentralisierung kommt Zentralisierung. Diese Wellen hat man ja auch immer dahingehend. Ich würde die Technologie angucken und würde gucken, wo unterstützt sie eigentlich, denn wir machen die Technologie nicht in der Technologie willen, sondern eigentlich, um das Leben lebenswerter zu machen und die Wirtschaft florieren zu lassen. Und da wirkt die freie Marktwirtschaft und da entstehen neue Keimzellen und da werden auch alte Bestände zerstört werden. Herr Brühlstrand, also ich will das einfach nochmal ganz klar unterstützen. Weil ich eins fatal finde, Herr Schild, dass Blockchain immer so unglaublich stark mit Bitcoin nach draußen geführt wird. Sie haben gerade zu Recht gesagt, es geht um das Transfer von Werten. Also ich habe schon den Eindruck, dass ein Bankensystem fast weltweit, Sie haben vollkommen recht, es gibt bestimmte Gegenden, wo das deutlich schwieriger ist, wo viele Menschen kein Konto haben, wo das passiert. Aber in allen anderen Dingen funktioniert der Transfer von Werten recht gut. Dafür brauche ich kein Bitcoin. Zumal, auch das wurde dargestellt, Bitcoin eine ganz schön dunkle Seite hat. Über die Geschichte dessen, was für die Stromproduktion von Bitcoin passieren muss, werden wir vielleicht auch nochmal reden. Deswegen finde ich unglaublich wichtig, Blockchain von Bitcoin zu trennen. Bei Bitcoin kann ich auf absehbare Zeit den Mehrwert nicht erkennen. Wir reden wahrscheinlich gleich auch nochmal über Facebook. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was Blockchain tatsächlich tun kann für andere beschränkte Anwendungen. Und da sind wir doch in vielen, vielen Dingen unterwegs, die was mit Logistik zu tun hat, die was mit Energie, mit Gesundheitswirtschaft und sicherlich auch mit einzelnen Teilen der Finanzwirtschaft zu tun haben. Insbesondere das, was auch da die Übertragung von Werten ist, beispielsweise in der Wertpapierabrechnung. Da würde ich absolut den Schwerpunkt setzen und lass uns doch nicht verführen von diesem Bitcoin-Hype. Ich glaube, Andreas möchte dazu Stellung. Wie viel Geld bezahlt ein Bank für IT-Sicherheit? Von Sicherheit nur die Systeme zu sichern. Viel. Sicherheit kostet Geld. Ja. Und Trust, was ist Trust auf Deutsch? Vertrauen. Vertrauen ist sehr, sehr teuer. Ja. Und wenn du, lass uns Bitcoin als Beispiel oder andere permissionless Public Blockchains, diese ganze Kryptographie dahinter, die hilft uns, diese Trust billiger zu machen. In vielen Use Cases nicht immer. Also das bedeutet, man muss auch diese Kosten, diese IT-Sicherheit-Kosten mitrechnen, weil klar, Bitcoin ist viel Rechnung, also viel Strom, viel Rechnung. Und es gibt auch Projekte, die versuchen, diese Computational Power für KI-Training zu nutzen. Na, das ist noch nicht so, das ist relativ neu. Aber ich glaube, dass wir werden dieses Problem lösen. Menschen sind sehr gut in diese technischen Probleme zu lösen. Das dauert nur Zeit. Aber wenn du dir auf diese ganze Kosten, auf die Blockchain, auf Bitcoin-Blockchain zu sichern, das kostet viel Strom, da gebe ich recht. Und dieser Strom ist eigentlich, das ist sozusagen Proof of Work-Algorithmus, Konsensus.
Aber wenn man vergleicht diese Sicherheit zu der traditionellen Welt, das bedeutet, wir müssen diese ganze IT-Sicherheit kosten auch mitrechnen, weil das kostet viel Geld. Auch. Das ist nur so ein bisschen andere. Also das ist bestimmt ein spannender Aspekt, dass man mal die quasi volkswirtschaftliche Gesamtrechnung vornimmt und sagt, ist denn eigentlich die zentrale Datenhaltung mit all den Sicherungskonzepten effektiver oder ist es nicht eigentlich sinnvoller, wenn jeder über seine eigenen Daten tatsächlich verfügen kann? Wir hatten einen spannenden Vortrag für den Außenhandel in der HSBA vorletzte Woche und ich fand das spannend, da meldete sich einer und sagte, ja, wir lösen uns von dem Bitcoin jetzt, dieses ganze Blockchain-Thema, das verstehe ich schon. Aber wo ist denn das eigentlich, wo kann man denn Geld verdienen? Und das ist witzigerweise eine Frage, die zum Beginn des Internets gab es auch irgendwie Vorträge und dann haben irgendwelche Leute gesagt, kann man ganz toll Daten übertragen und dann meldet sich einige und sagen, wo kann man denn da Geld verdienen? Vielleicht, Christopher, du berätst Unternehmen, die auch Geld verdienen wollen mit der Blockchain. Wo sind die größten Potenziale und vielleicht auch werden das die Goldgräber sein oder werden es eher die Schaufelverkäufer sein, die in diesem Umfeld tätig sind? Immer die Schaufelverkäufer. Ja. Langfristig. Levi's und Co. Wo wird Geld verdient? Ich glaube, kurzfristig, Sie haben es erwähnt, Herr Sachse, Logistik naheliegend, in Teilen der Finanzwirtschaft profitiert man, glaube ich, schon davon, da wird Geld verdient. Wir haben Gott sei Dank 3 Firmen gegründet, die auch Geld verdienen, auch erfreulich. Dieses Jahr kommt Nummer 4. Also die Beispiele sind vielleicht noch nicht riesig, aber sie sind durchaus da und die genannten Branchen sind Vorreiter. Andere werden folgen. Also insgesamt ist vielleicht im Moment auch die Katerstimmung nach dem doch überzogenen Hype noch vorherrschend. Aber ich glaube, es wird greifbar und wir haben ja in Hamburg auch, Michael sitzt ja auch hier, ein funktionierendes Beispiel, das muss nicht nur meine Themen sein. Die zeigen, das kann schon funktionieren. Das hat neue Schwierigkeiten, die mit diesen Modellen einhergehen, die man mit viel Aufwand dann bearbeiten muss. Aber die Potenziale sind in Teilen schon auch greifbar. Also nicht nur Potenzial, sondern in Teilen auch materialisiert. Ja. Ich glaube, dass wir viele feststellen, dass die Gesellschaftswelt oder auch die Gesellschaftsform weiterentwickeln auch werden müssen. Und es wird ja nicht nur um die Frage gehen, wo wird Geld verdient. Wenn wir heute fragen, ob Jeff Bezos mit seinen Plattformen Geld verdient, würden wir sagen, ja. Es geht vielleicht um eine ganz andere Frage von Verteilung. Wer sich mit der Blockchain-Community beschäftigt, wo viele sich engagieren, dann ist es auch die tiefe Vorstellung, das zu verändern in der Frage, wie wir heute Geld verdienen. Nämlich teilweise auf Kosten von dann Ressourcen, auf Kosten von Gesellschaft und von Teilhabe. Wir gehen mit Natur, mit Umwelt und so weiter um, ob wir da noch wieder Reserven nehmen. Und die Reichtumsentwicklung von Jeff Bezos, der kann sich sogar scheiden lassen, seine Frau ist die reichste Frau der Welt und er ist immer noch der reichste Mann der Welt. Und das kann er noch ein paar Mal machen, das reicht immer noch. Das sind so exorbitante sozusagen Gewinne, die da erwirtschaftet worden sind. Ich glaube, dass wir da eine ganz andere Formel kommen müssen. Und die Antwort der Plattformen der Zukunft wird die sein, dass sie genossenschaftlich sind und nicht die Frage der Gewinnausschüttung oder der Maximierung von Einkommen im Vordergrund steht, sondern des fairen, demokratischen, miteinander entwickelten Systems. Und das wird der Treiber. Und das ist hier mit Blockchain eigentlich nur ein Enabler. Also die Blockchain ist eigentlich gar nicht so sehr ein Instrument, was genutzt werden kann an der richtigen Stelle, um Profit zu maximieren. Das steht ein bisschen im Widerspruch. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt ein Meisterplan für ein zweites Wirtschaftswunder durch Blockchain. Wirtschaftswunder klingt eigentlich irgendwie nach sprudelnden Erträgen und Goldquellen und so weiter. Heißt auch das Kapital 4.0 und das war der Untertitel, weil ich glaube, dass wir Kapital auch völlig umdefinieren. Wir sind ja schon dabei. Wenn wir heute gucken, dass Unternehmen sich CSA und auch gesellschaftlich engagieren und die Frage des, wie Supply Chain organisiert ist, heute ist die über den Markenwert eines Unternehmens hohen Wert einzahlen. Wir haben über Vertrauen gesprochen, über Transparenz. Das sind Dinge, die mit Blockchain hervorragend funktionieren. Die Unternehmen, die das machen, da gibt es ja hier
Moritz hat das nochmal mir rübergeworfen mit Carrefour, die die Chlorhühnchen jetzt Kette über Supply Chain managen und Ergebnis kaufen mehr Leute ihre Hühnchen bei Carrefour und die zahlen pro Hühnchen auch noch mehr Geld, weil sie glauben, dass das, nicht nur glauben, sondern nachgewiesen ist, dass diese Hühnchen in einer anderen Art und Weise in ihr Leben kommen. Aber da gibt es heute Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Aber das große, drüberliegende Thema, glaube ich, ist Teilhabe und Partizipation und Verantwortung für den Bürger. Ganz anders. Das Thema Verteilung, damit wollte ich an Sie, Herr Dr. Sachse, mal geben. Vielleicht auch ganz kurz: In der Schweiz, in St. Gallen, gibt es eine Blockchain-basierte Energiehandelsplattform. Das ist auf der einen Seite genau das Thema, dass eben eine bessere Vernetzung untereinander, die Nutzung überschüssigen Solarstroms desjenigen über die Blockchain abgewickelt werden kann, aber ein Projekt, bei dem dann auch irgendwie die Verwaltung selber eine Initiative übernommen hat und gesagt hat, wir helfen in der Finanzierung dieser Blockchain-basierten Lösung und dann kann jeder Bürger da selber drauf handeln. Wann wird Hamburg möglicherweise einen Vorstoß machen und sagen, wir haben jetzt mal eine Blockchain-basierte Plattform für unsere Bürger, damit die was auch immer handeln können, um eine bessere Verteilungsallokation hinzukriegen? Also das, was Sie in der Schweiz angedeutet haben an Modellen, basiert ja auf dem Gedanken, dass Blockchain nicht nur eine Technologie ist, sondern eine Basistechnologie in irgendeiner Art und Weise darstellt und dass das eigentlich als Technologie gar nicht nur dargestellt werden kann, sondern es hat das Potenzial, eine Infrastruktur zu werden. Und als Infrastruktur muss sich jeder Staat, auch Hamburg, überlegen, inwieweit Infrastrukturen staatlich beeinflusst werden, weil die natürlich Infrastrukturen sind für die Daseinsvorsorge wichtig. Diese Diskussion um 5G-Technologie muss man sich auch überlegen, gibt man alles raus in der Infrastruktur oder hat man staatlichen Einfluss auch auf die Basisinfrastruktur 5G. Wenn sich Blockchain-Technologie so entwickelt, dass sie sowas wie eine Basisinfrastruktur wird und das Potenzial hat sie dazu, dann wird man natürlich im Hinblick auf die Daseinsvorsorge solche Diskussionen auch in Blockchain-Technologie führen. Da sind wir aber noch nicht. Ne? Wir sind noch im Hinblick auf die Bewährungsprobe. Ich glaube, ein bisschen ausweichend auf Ihre Frage antworten, würde ich sagen, wir müssen eigentlich erstmal darauf reagieren, dass Blockchain-Technologie in der Bevölkerung, in der Gesellschaft transparent wird. Das ein generelles Phänomen ist, wir, die wir hier sitzen, verstehen dieses Metier relativ gut. Aber wenn Sie natürlich nach draußen gehen, auf die Straße gehen und irgendjemanden fragen, was Blockchain-Technologie ist, dann bin ich gespannt auf die Antworten, die es da gibt. Diese Transparenz muss eigentlich da sein und dann reagiert eine Demokratie eigentlich auch, wenn Bürgerinnen und Bürger in vernünftiger Art und Weise erkennen, was Daseinsvorsorge heißt und wofür das gut ist. Aufklärung machen wir ja heute, aber Innovation braucht natürlich auch irgendwie immer so einen Treiber. Wenn ich das richtig sehe, Herr Brüggestraat, Sie haben mal im Jahrbuch für den Finanzplatz Hamburg geschrieben, Innovationen finden nicht mehr innerhalb geschlossener Systeme statt, sondern zwischen ihnen. Genau dort werden neue Schnittstellen entstehen. Wie sehen Sie das? Wie viele Initiativen gibt es in Ihrem Verbund, um die Blockchain-Technologie auszuprobieren, kennenzulernen, beziehungsweise am Standort Hamburg? Natürlich, ich bin ja da sehr Pragmatiker. Ich verstehe so ungefähr, was da passiert, geschweige denn, dass ich das selbst tun könnte. Also sollte ich meine Energie und legen wir unsere Energie in Anwendungsbeispiele. Und dieses wunderbare Wortspiel kann ich gerade so vom heutigen Tage her unterlegen. Ich hatte nämlich die Freude, heute Mittag dabei sein zu dürfen, wie in den Räumen der Hamburger Volksbank eine neue Energiegenossenschaft gegründet worden ist. Wir waren vor einigen Jahren schon mit Hamburg Energie im Gespräch, dass es auch so eine dezentrale Energieversorgung geben sollte, was da gerade in St. Gallen angesprochen worden ist, durch Solarelemente auf einzelnen Dächern. Darüber haben wir
Fonds mal mit initiiert. Heute ging es aber eher darum, für Energiemieter zu begeistern, mit Energie zu erzeugen in Mietshäusern, respektive vielleicht auch in Wohnungseigentümergemeinschaften, wo dann 6 bis 8 zusammenkommen und sagen, wir finanzieren das, dass dort dementsprechend Solarelemente draufkommen, und dann muss das natürlich eingespeist werden. Und da bin ich genau bei dem Punkt, da kann Blockchain, wenn man sich als Basistechnologie darauf einigt, genau diese Schnittstellen gegeben werden, was nämlich Produktion angeht, was aber auch Abrechnung angeht, was die Fungibilität unter Umständen auch, vielleicht auch als gerade als genossenschaftlich organisiert, ne, Energiegenossenschaft, wie auch deine Fungibilität unter den Berechtigten da ist. Das ist das, wo wir uns auch im genossenschaftlichen Verbund mit auseinandersetzen, um eben diese Praxisanwendungsfälle hinzukriegen, weil ich muss nicht jemandem besonders technisch erklären, was Blockchain ist, sondern zeig ihm, was du damit machen kannst. Mit Rücksicht auf die Zeit und weil bestimmt auch noch Fragen aus dem Publikum sind, würde ich gerne auf das Thema nochmal eingehen. Was kann denn jetzt eine Stadt oder was kann ein Staat auch tun, um so eine innovative Technik so gut wie möglich zu fördern und voranzubringen? In London oder im Vereinigten Königreich und in Bahrain, interessanterweise, gibt es eine Sandbox. Da hat also der Regulator gesagt, wir wollen bestimmten innovativen Unternehmen helfen, voranzukommen, und deshalb werden ein paar der möglicherweise restriktiven rechtlichen Rahmenbedingungen etwas leichter ausgelegt oder die werden mal vorübergehend rausgenommen oder irgendwie so etwas. Die deutsche BaFin, der Felix Hufeld, sagte mir neulich, das ist in Deutschland nicht vorgesehen, und er sagte auch ganz klar, ich bin eine Aufsichtsbehörde. Meine Funktion ist sicherzustellen, Schaden abzuhalten von deutschen Verbrauchern, und ich habe nicht bei mir in der Satzung stehen, dass ich irgendwas fördern soll oder die Rahmenbedingungen schaffen soll. Ist das ein gutes Umfeld, Henri, damit ich glaube, die schlafen ein, glaube ich. Also ja, weil wir sehen diese Innovations-Sandbox, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Wir sehen das in der UK zum Beispiel, der FCA hat diese Innovation Sandkiste, wer ist das auf Deutsch? Sandkiste, ja. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil der regulatorische Framework für diese ganze neue Technologie ist noch nicht da in vielen Ländern. Die haben ein bisschen Angst wegen was mit der ganzen ICO-Craziness in 2017 passiert ist, was ich denke, war auch eine wichtige Phase für diese Technologie, weil dadurch auch viele neue Leute sind mit diesem Thema irgendwie, die haben über Bitcoin und Blockchain gehört und so weiter. Innovation Sandbox, das ist auch sehr wichtig, glaube ich. Und naja, wir kennen schon ein paar Investitionsfirmen, die sagen, okay, in Deutschland, wir können kein richtiger Kryptofonds einlegen, dann die gehen nach Malta. Und Malta ist auch voll ein Teil von der EU, dann die kriegen die gleiche regulatorische Framework sozusagen mit einem neuen Framework von Malta. Und guess what, dieses Geld kommt nicht zurück nach Deutschland. Also die bleiben in Malta. Und klar, die Innovation hat einen sehr, sehr großen Preis, aber viel Innovation kommt durch Investorengeld auch. Und wenn das schon nicht hier in Deutschland ist, in der große, also mit vielen großen Fonds gehen nach Malta zum Beispiel, das ist ein Verlust in meinen Augen. Und dieses Geld wahrscheinlich kommt nicht so in die nächsten Jahre zurück nach Deutschland. Das ist meine Meinung nach. Herr Brügelstrand, der Regulator schützt natürlich auch die vorhandenen Banken. Ganz kurz für Sie, die neuen Geldwäschevorschriften, die zur Anwendung kommen sollen, sehen vor, dass sogar derjenige, der digitale Geldbörse anbietet, also ein Wallet-Programmierer, künftig ein geldwäscherechtlich Verpflichteter sein soll. Da könnte man sagen, in der realen Welt, wer Portemonnaies herstellt, der muss jetzt auch darüber aufpassen, ist verantwortlich. Das sind alles Regulierungen, die dem traditionellen System eigentlich ein bisschen helfen sollen, möglicherweise auch vor der Bedrohung bewahrt zu sein. Oder sehen Sie es anders? Kann man so sehen. Ich sehe das aus ganz anderem Grunde. Erstens, eine Bemerkung noch hier. Weißt du was, vielleicht will ich dieses Geld überhaupt nicht haben, was lediglich darauf beruht, dass da regulatorische Arbitrage vorgenommen wird, dass geflohen wird vor einer Regulierung. Also bitte, ich bin zwar Vertreter einer Finanzbranche, wir haben vor ungefähr 11 Jahren
dieses westliche System, dieses Wohlstandssystem an den Rand des Untergangs gebracht. Dass es verdammt nochmal da jetzt einiges an Regulierung geben sollte, finde ich mehr als nachvollziehbar. Dass ich das nicht ganz so gut finde, weil ich unglaublich in einer Form davon ruhig belastet wird, wo eben nicht gerade verhindert wird, dass ich Mist baue. Das ist aber eine andere Geschichte. Und zu dieser Art von Regulierung und auch von, ich mache mich auch jetzt darüber ein bisschen unbeliebt. Wer von euch ist Kunde bei N26? Okay, ist ja gar nicht so viel. Dann mache ich mir nur noch bei 3 unbeliebt. Ich spreche mit den Leuten, die in meinem Hause dafür zuständig sind, um genau über diese Geldwäscheprävention dafür zu sorgen, dass meine Kunden eben nicht betrogen werden. Und ich habe mit denen geredet, was ist in den ersten 4 Monaten dieses Jahres passiert. Fast 2/3 aller betrügerischen Dinge, die auf andere Bankenkonten gekommen sind, waren bei N26. Da ist offensichtlich ein Geschäftsmodell, was in bestimmten Bereichen aus den Fugen geraten ist. Wo man eben nicht nachgekommen ist, was die Sorgfalt in Geldwäscheinstitutionen angeht. Insofern bin ich ein großer Freund von Geldwäsche, weil übrigens auch da von Geldwäscheprävention. Es gibt nämlich verdammt nochmal auch eine ganze Reihe von anderen Banken, die da bei der Geldwäscheprävention nicht so unterwegs gewesen sind, wie es sich gehört. Und das bringt wiederum eine gesamte Branche in Misskredit. Also insofern, das war der Ausgangspunkt, bitte, meines kleinen Zornes. Wenn irgendjemand derartige Arbitrage vornimmt und irgendwo hingeht oder ein Geschäftsmodell aufbaut, was auf weniger Sorgfalt aufgebaut ist, kann ich nicht so gut haben. Herr Samuels, Liechtenstein hat ein Gesetz über Token und vertrauenswürdige Technologien verabschiedet, um Rechtssicherheit zu schaffen, hat also bewusst proaktiv auch mit dem Caveat, dass wir gesagt haben, es ist möglicherweise nicht perfekt, aber wir machen mal einen ersten Wurf, um einfach Rechtssicherheit zu schaffen, also eigentlich einen gegenteiligen Weg. Da hat quasi der Gesetzgeber nicht gesagt, wir ziehen jetzt erstmal die Zäune ein, sondern hat gesagt, wir bauen jetzt erstmal irgendwie so ein Terrain. Was ist Ihre Meinung? Wie kann der Staat helfen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um Innovation voranzubringen, ohne dass es natürlich Eskapaden gibt? Ich bin auch Gründungsmitglied von Bundesblock, dem Bundesverband für Blockchain. Die haben sich zusammengetan. Warum? Weil das waren viele Themen, aber ein ganz großes Thema war die Befürchtung, dass bevor wir überhaupt uns Gedanken gemacht haben, was wir mit diesem Game Changer, der die Welt, die Umverteilung auf der Welt fundamental neu organisieren kann, bevor wir uns Gedanken machen, wie wir diese Chance nutzen, das ist übrigens das Thema meines Buches, wir können die Plattformen, die momentan die Weltmärkte unter sich aufteilen, neu erfinden, wir können sie zerstören. Wir können eigene Plattformen bauen in Deutschland, in Europa, die das Potenzial haben, die wirklich die Verteilung und die Plattformen der Welt der Zukunft zu sein. Und zwar demokratisch mitbestimmt auf Blockchain. Das ist sozusagen meine These. Wir müssen eigentlich jetzt angreifen. Und dieses Land greift nicht an. Wir versuchen, Regulatorik zu kriegen, bevor wir überhaupt darüber nachgedacht haben, was das für eine gigantische Chance ist. Und das ist das Zweite, selbst wenn wir nachdenken, denken wir inkrementell nach. Das Land hat es gelernt, oder nicht gelernt, exponentiell, disruptiv, im globalen Maßstab nachzudenken. Wir sind Exportnation, das ist schon mal schlecht, aber die Weltökonomie ist heute digital, die ist um den gesamten Globus. Und statt dass wir jetzt sagen, wir sind das Mutterland, das wird Rainer Röhrstadt jetzt freuen, wo sozusagen der Genossenschaftsgedanke hergekommen ist. Wo wir mit Reifeisen dafür stehen, so eine wahnsinnig tolle Tradition haben, wo wir mit Werte und Verantwortung eben besser umgehen oder anders umgehen als andere Nationen, wäre das, der perfekte Zeitpunkt, um wirklich eine Antwort auf die Zukunft aus diesem Land loszubringen. Aber das traut sich ja gar keiner. Da denkt ja noch jemand darüber nach. Und der Bundesverband Blockchain saßen wir, um aufzupassen, dass die Bundespolitiker nicht als erstes wieder regulieren. Unsere ganze Reaktion auf Digitalisierung ist es, Mauern zu bauen, Widerstände zu bauen und zu regulieren. Das brauchen wir natürlich auch, weil sozusagen irgendwo es Grenzen gibt und wir müssen da unsere Wert- und Moral- und Rechtsmaßstäbe auch einziehen. Aber das darf nicht am Anfang von experimentell und groß denken stehen.
Und das ist das, was ich mir eigentlich wünschen würde, aber was wir von der Politik bräuchten. Den Aufruf zum Mut, zur Kreativität, so wirklich nach vorne denken und Lösungen generieren, mit der wir den Wohlstand von morgen, aber vielleicht auch einen anderen Wohlstand als in der Vergangenheit wieder zu ermöglichen. Das wäre mein Wunsch. Also ganz so klar für eine Sandbox denken. Ja, und meinetwegen auch 10 davon. Ja. Da sagst du, Sie schienen nicht so ganz, bevor wir gleich ins Publikum übergehen, Ihre Stellungnahme noch mal eben dazu. Wie sollte die Verwaltung am besten? Also die Verwaltung sollte nicht anfangen, im Kopf nur die Regulierung zu haben, das Risiko zu haben, wie schütze ich mich davor. Dann kann sie keine technische Innovation irgendwie erzeugen. Die Gedanken müssen erstmal frei sein. Man muss die verschiedenen Optionen, ja, erstmal muss man die verschiedenen Optionen darlegen, die eine Technologie bietet. Und dann muss man gucken, was es für Vor- und Nachteile gibt. Die Diskussion, die wir häufig führen, ist, dass wir aus der Rechtsdimension heraus die Regulierung vornehmen, um uns vor Gefahren zu schützen. Das ist aber nicht immer richtig, denn wenn Sie an die Gesundheitskarte denken, da hat man auch das Rechtsgerüst so gebaut, dass die technische Lösung hinterher eigentlich nicht mehr baubar war. Also andersrum gesagt, wir brauchen eben halt Experimentierräume, Labore, um Blockchain-Technologie auszutesten, den Freiraum, das zu machen. Wir müssen natürlich die Grenzen dort immer sehen, aber wir müssen auch die Kreativität entfalten lassen. Und da wird es positive Effekte geben und auch Effekte, die wieder in die Schublade gelegt werden, weil sie eben halt keine Ideen haben. So zu denken und nicht Fehler zu bestrafen, das ist etwas, was irgendwie in Hamburg entstehen muss, in Deutschland entstehen muss, wohlgemerkt erst in Hamburg und dann in Deutschland. Denn wir müssen dabei in der Bewegung eigentlich nach vorne kommen. Und das ist eben halt etwas, was man auch generell vertreten sollte. Ich halte Sie mal eben dran fest, was macht Hamburg konkret im Moment, um das Thema Blockchain voranzubringen? Ja, wir versuchen, es gibt ja die verschiedensten Blockchain-Initiativen in Hamburg dahingehend. Wir versuchen mit dem neuen Wirtschaftssenator jetzt die Innovation, den Innovationsbegriff nach vorne zu bringen. Eine Behörde, eine Verwaltung muss auch umdenken und Digitalisierung ist im Moment ein Thema, das Hamburg betreibt. Da gibt es verschiedene Keimzellen, die da drin sind. Dass wir das noch nicht so machen, wie man sich das wünschen würde, ist sicherlich richtig. Aber es gibt auch viele Keimzellen, die da sind, die anfangen zu wachsen. Ich kann aus dieser Smartport-Technologie die Diskussion aus dem Hafen relativ gut wiedergeben. Es gibt viele Orte in Hamburg, wo Digitalisierung eine große Rolle spielt und wir Pflänzchen haben, die man irgendwie aufblühen lassen muss. Im Hinblick auf Blockchain sind wir im Moment dabei, die Pflänzchen eben halt zu identifizieren und dann natürlich auch zu fördern. Mein Wunschtraum wäre, dass wir in Hamburg vielleicht eine Blockchain-Technologie, ich bin mir wie Herr Brückestraff noch nicht ganz sicher, ob es die ist oder ob es nicht eine andere Technologie noch ist, in Hamburg mal in Deutschland führend sein wollen oder führend sein können, im Hinblick auf digitale Technologien. Es muss nicht immer Stuttgart oder München oder so sein. Es kann auch Hamburg sein und Blockchain-Technologie hat das Potenzial dazu. In der Einschätzung, ob es das wert, muss man sehen. Das kann ich nicht beurteilen bisher. Christopher, was ist deine Meinung? Du hast hier in Hamburg mehrere Blockchain-relevante Firmen gegründet. Einer davon hat ihren Sitz in Liechtenstein, wenn ich das richtig sehe. Luxemburg, entschuldige bitte. Warum sitzt nur Luxemburg und nicht in Deutschland? Ganz einfach. Als Unternehmer suchst du Lösungen. Und das war eine, die funktioniert. Das hätte in Deutschland nicht funktioniert. Wird es auch heute noch nicht. Aber was ich sagen wollte, vielleicht ist das grundlegende Hemmnis, dass Sandbox geil klingt, aber regulatorische Experimentierräume, den Begriff gibt es so, ist ein bisschen sperrig. Und ich war vor 2 Wochen auf einer Veranstaltung, wo Frau Kramp-Karrenbauer einen Vortrag hielt. Und ich fand das sehr bezeichnend, weil sie meinte, sie ging auch auf Sandboxes ein, da ging es um Carbon Trading, bla bla. Sie meinte, wir müssen das halt auf ministerieller Ebene auch einfach mal ermöglichen. Also die Instrumente sind schon da,
Naja, ein paar müssten dann auch noch die Eier haben, das auch zu tun. Und wir sind natürlich auch so als Unternehmer und als Gesellschaft gefordert, das einzufordern und zu unterstützen. Dann geht das schon. Und Hamburg macht da einen guten Job? Es geht immer mehr, aber das war ja ein großes Versprechen gerade. Also, um diese Antwort nochmal zu geben, Hamburg macht nicht nur in Blockchain was, da sind wir am Anfang, aber beispielsweise gibt es das Testfelder Häfen, da untersucht Hamburg Möglichkeiten in der Hafeninfrastruktur, im Prozessmanagement, Lösungen der Digitalisierung zu finden, die man dann übertragen kann auf andere Häfen. Und dieser Begriff Testfeld, der musste erstmal regulatorisch definiert werden, weil natürlich muss eine Bürokratie, ein bürokratischer Apparat, ein Gerüst haben, in dem man das einordnen kann. Das muss man eben halt auch verstehen, weil unser System wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Man muss aber die Türen, die es zu öffnen gibt, identifizieren. Wir sind zeitlich an der Grenze und der Prüfstand hat noch eine Folgeveranstaltung. Wenn Sie uns noch 5 Minuten geben, dann würde ich noch mal eben fragen, wer aus dem Publikum möchte, insbesondere an Brüggestand, weil er jetzt erst gehen will, aber auch an die anderen Podiumsteilnehmer noch mal eine Frage stellen. Ich gebe mal mit dem Mikrofon rum. Hallo, ich bin Colin Müller von Blockruption. Sie hatten es vorhin schon angewählt, wir müssen über Facebook reden. Ich bin am Montag angerufen worden von mehreren Leuten von der Presse. Was hältst du denn davon? Meine erste Reaktion, bevor das White Paper draußen war, dachte ich, oh, jetzt haben wir den globalen Sunny-Fair-Wertbon von Facebook. Wenn man sich dann mal wirklich damit beschäftigt, merkt man, das wird der Sache nicht gerecht, sondern dass die Software oder die Blockchain, die sie da einsetzen, was ja keine wirkliche ist, löst echte Probleme. Und zwar von Menschen in der dritten Welt, die ganzen Unbank-Leute. Es löst Probleme beim internationalen Zahlungsverkehr. Und ich persönlich glaube, man kann das nicht wegregulieren. Die Macht ist einfach zu groß von den Unternehmen, die dahinter stehen. Wenn das Konsortium mal voll ist, werden die über 1 Billion, und damit meine ich eine deutsche Billion und nicht die amerikanische Billion, Marktkapitalisierung haben. Wie sollten wir darauf reagieren aus europäischer Sicht? Was kann Deutschland machen? Was kann die Europäische Kommission machen? Muss die UNO was machen? Hat Ihnen Ihre eigene Formulierung nicht, wenn man sie mal so ganz langsam nochmal durch die Gehörgänge gehen lassen, nicht Angst gemacht? Wenn es tatsächlich sogar so weit kommen könnte, dass eine Firma oder ein Konsortium von Firmen, die im Moment schon dabei sind, demokratische Wahlen existenziell zu beeinflussen, die Meinungen beeinflussen können, wenn die jetzt noch einen Schritt weiter gehen, nämlich finanzielle Transaktionen, weil die Idee, etwas zu tun, ist ja immer noch die Idee. Und es auszuführen, brauche ich zumindest in unserem marktwirtschaftlich und geldorientierten Gesichtspunkt auch immer noch Geld. Und dann vollziehe ich auch diesen Akt, den ich vorher nur gedacht habe. Und dann wissen die auch alles darüber, was ich in dem Augenblick tue. Also mir bringt das einen Schauder den Rücken runter. Und dann würde ich bin übrigens auch keinerlei Freund von Herrn Draghi, das werden Sie nachvollziehen können. Aber mir ist 1000-mal lieber ein Draghi, der immerhin eine gewisse Art von politischer Kontrolle hat. Und politische Kontrolle ist eine gesellschaftliche Kontrolle. Am liebsten wäre es mir eine genossenschaftliche, aber es ist zumindest eine gesellschaftliche Kontrolle. Wen kontrolliert Mark Zuckerberg? Das hat der amerikanische Senat nicht geschafft, das hat das Europäische Parlament nicht. Wenn Sie meine echte Meinung fragen, die einzige Möglichkeit ist Macht, wenn sie zu groß wird, sie zu zerschlagen. Kann ich noch kurz? Ich sage, mein Tipp ist, wir können das nicht regulieren. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, müssen wir die mit Recht überholen. Und jetzt okay, das, da, können, da haben Sie eine andere, das ist eine Situation, das ist die andere Situation. Da bin ich bei Uwe vollständig, da können wir verdammt viel Grips reinnehmen. Nur, ich glaube, und da bin ich leider nicht ganz so optimistisch wie er, wenn wir nicht das eine tun, was das Zerschlagen und das Pulverisieren von Macht angeht, dann hat das andere bei allem gesellschaftlichen Impetus und Anschub kaum Chance dagegen. Also ich würde zumindest erwarten, dass dann auch Macht
eingeschränkt wird, dann hat ein anderer Versuch auch sicherlich die höhere Chance, erfolgreich zu sein, der absolut notwendig ist, überhaupt keine Frage, absolut notwendig ist. Aber wir haben diese Geschichte ja auch versucht, das bin ich ja leidvoll mit dabei, ihr kennt alle das mit zwischen PayPal und PayDirect. Wenn du in einem Netzwerksystem zu spät kommst, dann kannst du da unglaublich viel Geld reintun, wenn du das andere nicht irgendwo in einer Form dort stutzt, wo es eben Auswüchse hat. Also ich denke, weil Libra, der Facebook-Coin, hat zwei große Risiken. Auf einmal hat er für das etablierte Bankensystem ein Risiko, dass irgendeine Generation sagt, ich brauche gar kein Bankkonto mehr, weil ich mache doch den Wertetransfer über Facebook. Aber er hat, glaube ich, auch ein Riesenrisiko für die genossenschaftliche Idee, die eigentlich hinter der Blockchain steht, weil versucht wird, hier das zu pervertieren im Prinzip, dass man die Dezentralisierung jetzt an einer zentralen Organisation, die damit aufspringt. Also Blockchain ist keine genossenschaftliche Veranstaltung. Also dagegen, also bitte gegen den Irrglauben. Blockchain ist in dieser Warte eine Theorie und ansonsten ist das eine technische Veranstaltung, wo nicht Meinungen aufeinander prallen, sondern da werden Transfers dargestellt, ohne dass irgendeiner darüber nachdenken kann, dass die vielleicht in der einen oder anderen Form übrigens auch nicht in Ordnung sind. Das würde in einer genossenschaftlichen Struktur anders funktionieren, weil das hat auch was mit Werteorientierung, wofür ich Werte, also jetzt im doppelten Sinne des Wortes, nämlich monetäre Werte transferiere, hat auch was mit moralischen Werten zu tun. Und ob ich da nicht mehr sage, nein, dafür gibt es keinen monetären Wertetransfer. Also bitte, das ist der nicht, nicht zu sagen, als ob Blockchain eine genossenschaftliche Grundidee wäre. Da in das Boot gehe ich nicht. Sind wir möglicherweise nicht einer Meinung. Der Grundgedanke ist, glaube ich, schon weg von der Zentrale und in die Gemeinschaft auch die Verantwortung zu geben natürlich. Bei Ihrer Institution sind die Genossen dahinter, aber es gibt eine zentrale Stelle, die das quasi dann umsetzt. Wenn Sie Verantwortung vollkommen pulverisiert haben, gibt es überhaupt keine Verantwortung mehr. Wer hat denn Verantwortung dafür? Das Protokoll. Ja, wer ist das? Und die Macht sei mit dir. Ja. Also das ist ganz, ich bin, ja, du hast gesagt, Geldwäsche, by the way, Geldwäsche mit Bitcoin, das ist eine ganz schlechte Idee, weil das ist Pseudonym und nicht privat. Das bedeutet, wenn eine Partei heute Geld wäscht mit Bitcoin, ist ganz schlecht, weil es gibt Sicherheit, Firmen, dass diese ganze also versuchen diese ganze Data zu meinen sozusagen. Und ich glaube, das ganz andere ist auch, wenn Libra ist nicht so dezentral, die werden ein Konsortium haben mit 100 verschiedenen Nodes überall, eine von Uber, eine von Visa, eine von Mastercard und so weiter. Ich glaube, das ist sehr gute Nachrichten für Kryptowährungen, weil das ist eine ganz große Validation, um zu sagen, ja, wir können diese digitale Form von Geld nutzen, weltweit. Dein Bank muss mit diesem Thema irgendwie beschäftigen, weil vielleicht, wir können das nicht regulieren, aber nächstes Jahr, jetzt Zuckerberg hat vielleicht 500 Ingenieure, sehr, sehr schlaue Menschen und die bauen diese Infrastruktur. Und du kannst es nicht kontrollieren, du kannst es kämpfen, was wird auch viel Geld kosten. Und die Frage ist, was kannst du jetzt machen, um dich oder um dieses bankfinanzielle System besser zu positionieren? Du hast gesagt, unser System funktioniert wunderbar. Aber wann ist die nächste Crash kommt? Jede 12 Jahre, wir haben so eine Katastrophe. Weil wir wollen so ein globales finanzielles System. Die Frage ist, wann, wenn das System funktioniert so gut, dann warum jede 12 Jahre, wir haben so eine große Geschichte? Ich glaube, der Brücke strahlen wir jetzt los und der denkt heute Abend darüber nach, ja, oder? Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren, wenn Sie jetzt wieder los möchten. Wir machen aber eben 5 Minuten weiter auf alle Fälle, aber Sie sind. Vielen Dank, dass Sie da waren. So, Uwe Sammels ist schon ganz erpicht darauf, ja, zu Libra Stellung zu nehmen. Also, ich habe einfach nur ein Angebot. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Machenproblem. Ja. So. Haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber das ist ja allgemeiner Konsens, glaube ich, dass wir irgendwie aus dem Park kommen müssen. Und das wartet ja alles nicht auf uns. Woanders geht die Post ab. Ich will einfach anbieten, wenn Leute Bock haben und hier sind total krasse Blockchain-Checker, ja, die können das. Und hier herrscht irgendwie Energie. Wenn jemand Lust hat und wenn wir noch zu zweit sind, völlig egal, wir machen das ganz klein. Wir machen einen Workshop bei uns im Square, wir laden alle ein, diese Gruppe, zusammen und wir machen in 3 oder 4 Stunden einen Prototypen für eine digitale Hanse. Etwas, was wir in Hamburg starten können, wir sind eine Hansestadt. Und wir machen eine Blockchain, etwas, was Europa und die Hanse neu auferleben können und das kann in Hamburg starten.
wo wir einfach mal gucken, was in so einer Idee drinsteckt. Einfach kommen, also ich kann das einfach nur anbieten. Scribbeln wir mal, machen ein bisschen Ideation und bauen Prototypen, dauert 3 Stunden. Und dann ist der irgendwie schlecht oder ist gut, you never know. Aber das war so eine Idee, die ich auch schon 2-3 Mal irgendwo genannt habe. Und viele so Kopf genickt, das sehe ich ja auch. Ja, aber wir müssen aus dem Reden in das Machen kommen. Dann bin ich mit mir selber gerade total unzufrieden, weil ich auch so viel rede und so wenig mache. Und das würde ich gerne verändern. Und wenn da jemand Lust hat, mitzumachen, prototypen wir in 3 Stunden ein Hotel für die digitale Hanse, dann kann Herr Sachse da sozusagen auch noch sein Know-how mit reinbringen, wenn er Lust hat. Ja. Aber dann können wir darüber diskutieren. Haben wir so eine Sinn-Idee schon gewartet? Als Hanse Arndt finde ich es ja klasse, auf Tradition aufzubauen. Ich bin dabei. Aspekt hier nehmen, der vielleicht das ein bisschen relativiert, aber mit dem man sich auch auseinandersetzen muss. Ich bin von Hause aus Mathematiker. Und als Mathematiker setzt man sich natürlich mit den Grundlagen, die dahinter stehen, auseinander. Security, Sicherheit, Kryptographie spielt eine große Rolle. Die Theorien, die dahinter stehen, die werden mit der Perspektive neu gedacht werden müssen. Und das wird sich auf ganz viele Technologien auswirken. Also muss man auch bei Blockchain in dieser Hinsicht nachdenken. Das ist ein Aspekt, der im Hinblick auf die Potenzialanalyse irgendwann in der Diskussion auch hochkommen wird. Und deswegen sollte man sich frühzeitig darum kümmern. Das ist kein Argument gegen Blockchain. Das ist nur eben halt den Horizont weiter auszuweiten und in Prototyping etc. solche Dimensionen auch mitzudenken. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich glaube, wir müssen die Art und Weise, wie wir denken, tatsächlich auch an diese neuen Möglichkeiten anpassen. Und wir wissen heute noch gar nicht, was da im Potenzial drinsteckt. Total toll, vielen Dank. Uwe Samuels, machen ist wie wollen, nur krasser. Hey, finde ich total cool, das finde ich großartig. Das Thema, wir müssen eben dann auch pragmatisch arbeiten und notfalls gehen wir nach Luxemburg, ist glaube ich auch ein wichtiger Aspekt. Und die Potenziale, da sind wir uns einig. Mit Rücksicht auf die Zeit, ich fand es total spannend, dass ihr alle hier wart. Ich glaube, wir können einzelne Fragen, Diskussionen gerne noch hier führen. Wir sind super dankbar, dass wir nicht nur was zu trinken da hinten in der Bar haben, sondern auch gesponsert wurden heute, was die Verpflegung betrifft von Scoom, die auch heute hier vertreten sind. Das ist total großartig. Ich wünsche uns allen irgendwie noch einen schönen Abend und nette Diskussionen und würde mich, wenn ich bei unseren Diskutanten ganz, ganz herzlich für die Beiträge fürs hier sein bedanken. Euch allen schön, dass ihr hier seid und lasst uns noch einen guten Abend gemeinsam hier verbringen. Vielen Dank.